Gut, kommen wir zu einem Beispiel. Wir haben also ein E und einen Flächeninhalt gegeben. Wir wissen von der Einführung, dass es hier sich um ein Drachenviereck handelt und man soll nur den Flächeninhalt bestimmen. Ich hoffe, dass es jedem gleich von Anfang an auffällt. Hier steht Quadratzentimeter, hier steht Millimeter. Das heißt, wir dürfen hier das Ganze noch nicht in die Gleichung einsetzen. Wir müssen das Ganze erst umwandeln in Zentimeter. Umrechnungszahl laut 10. So, und jetzt können wir das Ganze in die Formel einsetzen. Wir haben das A gegeben, steht links. Wir haben das E gegeben, steht rechts. Und das geben wir in die Gleichung ein. Wir haben gesagt, bei einer Gleichung dürfen wir vorerst die Einheiten weglassen. Wir müssen nur berücksichtigen, dass in der Gleichung selber die Einheiten identisch sind. Also hier muss Zentimeter stehen und hier Quadratzentimeter, bevor ich es eben einsetzen darf. So, und jetzt kann ich doch 1,5 mal 6,4 zusammenfassen, gibt 3,2. Und um quasi das F, das wir ja suchen hier, befreien zu können, um es allein stehen zu lassen, muss ich quasi auf beiden Seiten noch geteilt durch 3,2 rechnen. Mein Taschenrechner spuckt es für mich aus, dann kommt 5,3 gleich f raus. F ist eine Größe in diesem Drachenviereck, nämlich eine Diagonale, deswegen sollte dann bitte noch ein Antwortsatz hin. F ist gleich 5,3 cm, wo die Einheit mit dabei steht. So rechnen wir das Ganze mit Formel aus.